Willkommen zurück bei City Car Driving. Hier ist wieder Fabi. Und in der letzten Folge haben wir uns ja den Jaguar XFR angeschaut und heute habe ich ein klein wenig was anderes für euch. Es ist kein Coupé, diesmal haben wir ein Cabrio, nämlich den Audi R8 GT Spider. Allradantrieb, klar, Audi Quattro. Ich werde ihn als Schaltgetriebe fahren, da es den R8 ja auch mit Schaltgetriebe gibt. Er hat 560 PS und soll 320 Topspeed machen. Ich lasse mich mal überraschen. Also, wir sehen uns gleich wieder auf dem Parkplatz. So, da sitzen wir im R8 Spider. Verdeck ist offen, wie sich's fürs Wetter gehört. Wir gucken uns erstmal von außen an. 3D-Modell sieht gut aus. Ja, passt eigentlich von der Optik her. Innen, ja, Audi R8 halt. Jetzt sagen wir, schnallen uns an. Und hören uns mal an, wie er sich anhört, der V10. Das klang schon mal wieder schrottig. Ja, nicht so toll. Nun ja. Ich würde sagen, wir lösen mal die Handbremse. Ich fahre jetzt wieder ein Schaltgetriebe, das heißt, ich muss hier mal wieder ein bisschen selbst schalten. Gucken mal nach hinten. Okay, hier haben wir einen leichten Glitch. So, und wir fahren als erstes mit der Kiste mal auf die Autobahn, schlage ich vor. Okay, die Hupe klingt ein bisschen billig für so ein Teil. Scheibenwischer. Gehen. Man muss ja sagen, der R8 ist ja das heißeste Eisen, was Audi derzeit im Feuer hat. Der biegt ab. Und wie ihr es inzwischen kennt, gucken wir erstmal auf die Autobahn. Mal gucken, was der so. Ich glaube, der R8 hat der jetzt einen Heckmotor oder einen Mittelmotor? Ich glaube, Heckmotor. Ja, gut, das sieht man ja hier. Der Motor sitzt eben hinten. Bei dem. Jetzt gucken wir mal, was er so kann. Einiges los auf der Autobahn. Ich drehe mal durch. Hundert haben wir schon. Oh, der bricht auch aus. Scheiße! Zur Hölle! Das ist doch ein Allrad, der darf doch nicht so ausbrechen. Eigentlich darf ein Allrad nicht so ausbrechen. Ich fahre jetzt mal nach dem internen Drehzahlmesser. 280 haben wir schon. Ach du Heilige. Ja, ach du Heilige. Wir liegen mal wieder irgendwo im Straßengraben. Kommen wir hier irgendwo weg? Das ist eine gute Frage. Ups, jetzt verrutscht gerade mein Schalthebel. Mist. Mal schnell festziehen. Irgendwie sind die ganzen Schrauben nicht mehr wirklich fest. Läuft
läuft der Motor. Ja. Hier müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwo aus dem Gras hier wieder rauskommen. Aber das sieht schlecht aus hier an der Stelle. Vor allem, weil hier noch unsichtbare Mauern sind. Aber mit Reset komme ich ja auch nicht raus, oder? Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich, das ist das Problem. Also müssen wir mal probieren, über den Zaun drüber zu springen. Indem wir mal ein bisschen Schwung holen. Nee, wir kommen da nicht drüber. Was soll die Scheiße? So, jetzt ist er abgesoffen. Das ist natürlich blöd. Jetzt hängen wir hier fest. Ich würde hier gern wieder rauskommen. Versuchen es einfach mal, da vorne dann jetzt über den Zaun zu springen, aber das wird wahrscheinlich nichts werden. Oh, schon wieder abgewürgt. So, hier noch durch und jetzt müssen wir voll drauf. Ne, wir kommen hier nicht drüber. So eine Scheiße. Komm, geh rein, du Rückwärtsgang, du. Wir kommen hier aber auch nicht durch. Jetzt hat er mich nur gedreht. Der Anlasser, der klingt echt billig. Da dreht er einen nur rum. Das ist natürlich blöd. Und hier ist schon wieder eine Mauer. Das ist jetzt natürlich schade. Dann müssen wir halt mal Folgendes machen. Dann müssen wir halt mal neu starten. Geht leider nicht anders. Dafür machen wir es jetzt aber ein bisschen schneller und halten uns mal nicht so wirklich an die Straßenregeln. Machen wir ja eh selten. Denn ich wollte jetzt eigentlich nochmal ausfahren auf der Autobahn. Immer diese unsichtbaren Mauern hier, das gibt's doch gar nicht. So, wir haben eh schon über 100 auf der Auffahrt. Wir sind in einem günstigen Drehzahlbereich. Gleich mal gegen die Lampe zu fahren. Oh, ich krieg echt die Krise gerade. Wir fahren jetzt mal in die andere Richtung. Ziemlich dichter Verkehr hier. Ach, hier geht's schon wieder in die Stadt. Na, das ist ja eine Scheiße. Also müssen wir doch in die andere Richtung fahren. So, er kommt. Bei 8 schalten wir.
Echt. Wenn ich jetzt schon wieder rauskatapultiert, breche ich hier ab. Okay, ich breche hier ab. Das ist mir irgendwie zu blöd, ganz ehrlich, in dem Spiel, dass die hier nichts offen gelassen haben, dass man wieder zurückkommen kann, sondern wenn es einen raushaut, dass man hier einfach in der Gegend rumliegt. Also einen Versuch machen wir noch. Ja, unsichtbare Mauer, danke. Das ist echt nervig. Also man kommt nicht rüber, keine Chance. Weil eigentlich ist der R8 Spider relativ cool zu fahren, aber nee, ihr seht's, man kommt nicht drüber. Der dotzt einen nur von der Mauer wieder weg. Man kommt einfach nicht über diese blöde Absperrung wieder drüber. Ihr seht's, also keine Chance. Das ist dann an dem Spiel total verbaut. Und ihr seht's auch, es gibt kein einziges Loch hier drin, wo man mal durchkäme. Wieder zurück auf die Fahrbahn. Eher im Gegenteil. Jetzt gibt's hier komplett Ende. Naja, gut. Jetzt hänge ich hier komplett fest. Das ist auch nicht schlecht. Schade eigentlich. Naja, dann war es das hier für den R8, denn wir kommen leider nicht mehr auf die Fahrbahn. Er ist vielleicht auch ein bisschen zu brachial, was den Durchzug angeht. Und wird deswegen fürs Spiel vielleicht auch leicht unmanövrierbar. Naja, gut. Das war jetzt mal ein bisschen verbaut hier mit dem R8, wie gesagt. Aber ich hoffe, ihr seid trotzdem beim nächsten Mal dabei. Und ciao, bis zum nächsten Mal, sagt Fabi.